Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 88 Annäherungen. Zweiter Teil. Seine Post hatte Severus erst jetzt entrollt und er las eine Nachricht von Arthur, während Hermine sich nahe zu ihm beugte und offensichtlich mitlas. Hermine? Glauben Sie, es entspräche der Wahrheit, wenn man sie neugierig nennen würde? Fragte Severus amüsiert. Neugierig? Ich doch nicht. Beteuerte sie kopfschüttelnd, doch ihre Augen wandte sie nicht von Severus' Schreiben ab. Da steht mein Name drin, bemerkte sie, während sie mit dem Finger darauf deutete. Damit haben sie sich selbst verraten. Es schickt sich nicht, in Briefen mitzulesen, die an andere gerichtet sind, sagte er weniger ernst. Warum steht da mein Name drin? Von wem ist der Brief? Die Handschrift sieht nach Arthur aus, sagte sie überzeugt. Nicht neugierig, wie? Nun, dann werde ich Sie gern erleuchten. Arthur lädt uns beide heute in den Fuchsbau ein. Er möchte etwas mit uns besprechen, erklärte er ihr. Meinen Sie, es ist wegen... Sie verstummte, denn sie konnte schlecht vor Albus und allen anderen ansprechen, dass Severus und sie selbst dem Gespräch zwischen Arthur, Kingsley und Minerva gelauscht hatten. Ich vermute genau das. Wir können um 17 Uhr gemeinsam hinflohen, wenn Sie möchten, schlug Severus vor und Hermine stimmte ihm wortlos zu. Von der anderen Seite fragte Harry schmollend, warum werde ich nicht eingeladen? Da sie beide am Nachmittag zu den Weasleys eingeladen waren, konnten sie heute keine Projekte verfolgen, die ihre ungeteilte Aufmerksamkeit fordern würde. Und so kam es, dass Hermine in Severus' Büro an dem kleinen Pult sitzend in einem Buch las, während er selbst Arbeiten seiner Schüler korrigierte. Doch irgendwann war ihr das Lesen zu langweilig. Haben Sie eine Vermutung, was Arthur genau von uns möchte? Fragte sie. Den Blick nicht von seinen Korrekturen abwendend, antwortete er. Ich vermute, er möchte entweder nur Sie oder sogar uns beide bitten, nach Aberdeen zu reisen, um Informationen über einen gewissen Herrn zu erhalten. Hermine seufzte und schlug ihr Buch zu, bevor sie aufstand und sich ihrem Professor näherte. Severus bearbeitete gerade die Aufgaben der Erstklässler mit roter Tinte und als Hermines Blick auf eines der Pergamente fiel, nahm sie es in die Hand und fragte. Okay, Severus, wo ist die Leiche? Geschockt blickte er sie an, doch er erkannte sofort an ihrem unterdrückten Lächeln, dass sie einen Scherz machte. Was bitte meinen Sie? Fragte er verwirrt. Sie hielt ihm das Pergament unter die Nase, welches er schon korrigiert hatte, und erklärte. Das sieht aus, als wäre jemand darüber verblutet. Er riss ihr das Pergament aus der Hand und legte es zu den anderen, die er ebenfalls schon mit roter Tinte durchgegangen war. Sie wissen schon, dass es besonders Erstklässler demotivieren kann, wenn die Kinder solche Arbeiten zurückbekommen? Ich meine, rein psychologisch gesehen ist die Farbe Rot eine Signalfarbe, die meist mit Blut in Verbindung gebracht wird. Das Gehirn reagiert auf diese Farbe aufmerksamer als auf andere. Er hörte ihr zu, während er weiterhin mit seiner Feder über die Aufgaben ging und Randbemerkungen schrieb. Auf den ersten Blick wirkt so eine korrigierte Arbeit wegen der ganzen roten Farbe negativ. Es suggeriert Fehler. Vielleicht sollten Sie blau oder schwarz für Ihre Randbemerkungen verwenden und rot nur für die wirklichen Fehler. Oder... Miss Granger. Wütend benutzte er ihren Nachnamen. Möchten Sie mir etwa meine Arbeit erklären? Sie verteidigte sich zaghaft und versicherte. Ich meine es doch nicht böse. Ich weiß nur noch, wie es mir und anderen Schülern ergangen war. Irgendwann habe ich natürlich begriffen, dass so viel Rot nicht immer bedeutet, dass alles falsch wäre. Bei mir haben sie irgendwann nur noch Randbemerkungen, positive Bemerkungen angefügt.
aber trotzdem sah es immer aus, als... Ach, ist schon gut. Haben Sie nicht irgendetwas zu erledigen? Fragte er ein wenig missgelaunt. Ohne auf seine Frage einzugehen, fragte sie mutig. Warum möchten Sie meinen Farbtrank nicht nehmen? Warum möchten Sie, dass ich ihn nehme? Stellte er wirsch als Gegenfrage. Weil mich das Ergebnis interessiert, sagte sie ehrlich. Severus steckte seine Feder in eine Halterung und die noch nicht korrigierten Aufgaben zurück auf einen Stapel, bevor er seine Schülerin eindringlich anblickte. Unter seinem Blick fühlte sie sich sichtlich unwohl, doch sie ging nicht zurück auf ihren Platz, sondern wartete auf eine Äußerung seinerseits. Sie haben meinen Irrwisch gesehen. Das muss reichen, sagte er mit bedrohlich leiser Stimme. Ihr Irrwicht wirft mehr Fragen auf. Sie hielt inne, doch Severus wurde neugierig. Fies grinsend fragte er. Was ist es denn, was Sie so dringend über mich in Erfahrung bringen möchten? Hermines Herz raste und sie fragte sich, ob jetzt vielleicht der Zeitpunkt gekommen wäre, an dem sie ihm all die Fragen stellen durfte, auf die sie eine Antwort erhoffte, sodass sie kleinlaut erwiderte. Na, zum Beispiel, warum sich... Sie stockte. Ihre Augenfarbe... Sie stockte nochmals, weil er seine Augen zusammenkniff. Ändert... Plötzlich wandte er den Blick von ihr ab, doch er sagte nichts, sodass sie noch leise anfügte. Selbst ihr Irrwicht hatte braune Augen. Er schenkte ihr einen finsteren Blick und sie glaubte, er würde sich jeden Moment auf sie stürzen, um sie zum Schweigen zu bringen. Doch er schaute sie nur warnend an. Und warum sind Sie mir in die Bibliothek gefolgt? Nach dieser Frage entspannten sich seine Augen wieder und nach kurzem Zögern gab er leise zu. Das weiß ich nicht. Waren Sie derjenige, der mir 2 Stärkungstränke an dem Abend gegeben hat, als der Vampir... Ja, gab er murmelnd zu. Warum? Fragte sie leise. In normaler Lautstärke erklärte Severus gereizt. Weil ich durch Zufall dort gewesen bin. Ich bin Ihnen nicht gefolgt, falls Sie mir das unterstellen möchten. Hätte ich Sie denn dort liegen lassen sollen oder Sie einfach in die Arme von McNair laufen lassen? Ich mag ein nicht gerade leicht zu handhabender Zeitgenosse sein, aber ich bin kein... Er hielt inne und seufzte. Haben Sie gehört, wie ich in der Bibliothek geflucht habe? Fragte sie, als sie sich daran erinnerte, wie sie die Kalorienanzeige vom Eisbecher gelesen und daraufhin Worte benutzt hatte, die sie normalerweise mied. Severus grinste nur verstohlen, was ihr Antwort genug war. Ohne damit zu rechnen, drehte Severus den Spieß um und fragte: Warum essen Sie in letzter Zeit so viel Süßes? Es schien, als würde jemand ihr Herz zerquetschen wollen, denn die Frage tat weh. Beziehungsweise die Antwort darauf, die sie ihm nur widerwillig gab und auch nur, weil sie es für fair hielt, auch etwas von sich preiszugeben, so sagte sie ganz leise, fast flüsternd. Ich verkrafte die Trennung von Ron nur sehr schwer. Als er sie fragend anblickte, weil er die Antwort nicht zu verstehen schien, erklärte sie lehrerhaft und objektiv, um sich von ihrem inneren Schmerz distanzieren zu wollen. Süßigkeiten, besonders Kakao, regen den Körper zur Bildung von Botenstoffen an, was einem... Sie konnte ihre Maske nicht aufrechterhalten und wurde leiser. Ein Wohlgefühl vermittelt, deswegen. So leise, als wollte er es am liebsten gar nicht in ihrer Gegenwart von sich geben, sagte er. Vielleicht... Sollte ich auch mehr Süßes essen? Hellhörig geworden, fragte sie mitfühlend. Sind Sie denn traurig? Er antwortete nicht, sondern starrte nur auf die Oberfläche seines Puls, sodass sie wissen wollte. Fehlt Ihnen etwas? Sind Sie niedergeschlagen?
daher nicht verneinte, denn das hätte er getan. Würde ihre Vermutung nicht der Wahrheit entsprechen, fragte sie noch. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Als er aufblickte und die Ehrlichkeit in ihren Augen erkannte, erwiderte er. Sie können mir nicht helfen. Wenn ich wüsste, was Sie haben, dann würde ich alles versuchen. Versicherte sie ihm aufrichtig. Doch mit einem Male wurde Severus skeptisch. Harry hatte eines Tages etwas Ähnliches zu ihm gesagt, und zwar an dem Tag, als die Babydecke ihm aus dem Gleichgewicht gebracht hatte. Sagen Sie, reden Sie mit Harry über mich? Wollte er wissen, und er klang verletzt und enttäuscht. Unverhohlen gab sie zu. Ja. Darüber sichtlich erbost, fragte er grantig. Und warum, wenn ich fragen darf? Weil wir Ihnen helfen wollen, erwiderte sie ruhig. Ohne das Gespräch fortzuführen, fragte er. Wie spät ist es? Kurz vor 4, warum? Fragte sie zurück, während sie bedauerte, dass Severus wieder einmal seinen Schutzwall hochgezogen hatte, an dem sie gerade erst zaghaft zu kratzen begonnen hatte. Flohen Sie doch bitte Arthur an und fragen Sie ihn, ob wir jetzt schon vorbeikommen könnten. Natürlich freuten sich Molly und Arthur darüber, dass Severus und Hermine früher kommen wollten. Als sie durch den Kamin in die Küche des Fuchsbaus traten, wurden sie besonders von Molly herzlich begrüßt. Ihr schien es nicht wichtig zu sein, ob Hermine die Verlobte von einem ihrer Söhne war oder nicht, denn sie mochte die junge Frau als Freundin und Vertraute sehr. Molly fragte lächelnd, ob sie vorher essen würden, da sie wusste, dass Severus nicht gerne außer Haus aß, oder ob sie mit ihnen essen, und zu ihrem Erstaunen sagte Severus zu, einen Teller vom Lamm zu nehmen, denn er hatte ihr nie offenbart, dass es lediglich ihre Eintöpfe gewesen waren, von denen er Reis ausgenommen hatte. Während des Essens wurde die zuvor etwas gedrückte Stimmung zwischen Hermine und Severus wieder gelockert. Arthur erzählte stolz, dass man Dolores Umbridge und ihren Ehemann heute in der Früh hatte festnehmen können, bevor die beiden die Möglichkeit hatten, das Land zu verlassen. Molly hingegen regte sich im ersten Moment sehr über Mr. Finnegans unsittliches Verhalten auf, musste aber am Ende doch über die groteske Situation, die im Tagespropheten geschildert worden war, herzlich lachen. Nachdem man das Dessert verputzt hatte, kam Arthur zur Sache. An Hermine gerichtet, sagte er. Ich weiß nicht, inwiefern du unterrichtet bist, daher trage ich erst meine Bitte vor und danach werde ich auf alle deine Fragen antworten, Hermine. Sie nickte und Arthur fuhr fort. Ich würde dich gern, weil du dich in der Muggelwelt bestens auskennst, nach Aberdeen schicken, um dort jemanden auszukundschaften. Verdutzt entgegnete Hermine. Das Auskundschaften ist doch eher sein Gebiet. Sie nickte zu Severus hinüber, der aufgrund ihres Kommentars die Lippen zusammenpresste. Ja, deswegen habe ich ihn heute auch eingeladen. Severus, wir haben Neuigkeiten über den Rothaarigen. Erklärt Arthur. Wir auch. Konterte Severus, sodass Arthur die Augen weitete und auf Informationen wartete. Hermine, haben Sie die Informationen dabei, die Sie besorgen konnten? Fragte Severus, sodass Hermine gleich in ihrer Tasche wühlte und die Ausdrucke von der Internetseite an Arthur weitergab. Es dauerte einen Moment, bis Arthur alles gelesen hatte, doch am Ende sagte er respektzollend. Sapperlot, das nenne ich ausführlich. In diesem Sinne ist es keine Neuigkeit, wenn ich euch mitteile, dass wir den Namen Robert Hopkins von Mr. Malfoy Senior erhalten haben, wie auch die Adresse eines seiner Wohnsitze. Das ist auch der Grund, warum ich Hermine bitten möchte, in Aberdeen mal Augen und Ohren aufzuhalten. Hermine stimmte zu, doch Severus sagte. Nein, Arthur, sie geht nicht allein. Aber ich weiß nicht, wen ich mitgehen lassen kann. Die Späher dürfen in der Muggelwelt nicht auffallen, denn diese Leute scheinen über Hexen und Zauberer viel zu wissen. Sie könnten unbeholfene Zauberer erkennen. Welchen Muggelgeborenen könnte man denn mit Hermine zusammen losschicken? Fragte Arthur, doch Severus hatte keine Antwort parat und er wusste nicht,
was es für ein Licht auf ihn werfen würde, sollte er sich selbst vorschlagen. Ist schon gut, ich schaffe das allein, sagte Hermine selbstsicher, doch Severus konterte. Das kommt gar nicht in Frage, Hermine. Sie setzen sich keiner unbekannten Gefahr aus, sagte er im Befehlston. Sie können es mir nicht verbieten, sagte Hermine aufgebracht. Mit ruhiger Stimme erklärte Severus. Tut mir leid, Ihnen widersprechen zu müssen, aber ich kann. Vielleicht möchten Sie den Vertrag über Ihre Schülerschaft bei mir doch gelegentlich einmal aufmerksam lesen. Arthur horchte auf und fragte Severus. Formular A? Nachdem Severus genickt hatte, sagte Arthur. Oh, na dann. Severus, würdest du deine Zustimmung geben, wenn Hermine nicht allein gehen würde? Säuerlich warf Hermine ein. Ich bin erwachsen und brauche keinen Vormund. Wenn ich gehen möchte, dann mache ich das auch. Hermine, sagte Arthur beruhigend. Severus ist für deine Sicherheit verantwortlich und... Unterbrechend, sagte sie. Aber er kann nicht einfach in meine persönlichen Entscheidungen eingreifen, wie es ihm passt. Doch, konterte Severus. Wenn es ihre Sicherheit betrifft. Der Vertrag mag recht altmodisch sein und sich nicht nur auf die arbeitsrechtliche Sicherheit beziehen, aber sie haben ihn immerhin unterschrieben. Ich glaub's einfach nicht. Wenn wir zurück sind, möchte ich den Vertrag sofort lesen, forderte sie, und Severus nickte lediglich. Molly hatte jedem einen Schluck Wein eingeschenkt, bevor Arthur fragte. Severus? Du hast doch einige Zeit unter den Muggeln gelebt und... Nicht sehr lange, Arthur. Meine Eltern sind in die Zaubererwelt gezogen, da war ich 3 oder 4 Jahre alt. Als ich 6 war, sind wir zurück in die Muggelwelt gezogen und 4 Jahre später sind wir endgültig in die magische Welt zurückgegangen. Ich verfüge aus meiner Kindheit lediglich über 4 Jahre trüber Erinnerung an die Muggelwelt. Wenn ich in den Ferien in Spinner's End gewesen bin, habe ich das Haus nie verlassen, erläuterte Severus, und Hermine hatte ganz aufmerksam zugehört, denn bis dato hatte sie nichts Persönliches aus Severus früher Kindheit erfahren. Bei so einem Hin und Her, dachte Hermine, war es für ein Kind sicherlich schwierig, Freundschaften schließen zu können. Würdest du es dir zutrauen, mitzugehen? Wollte Arthur wissen. Ich würde es mir zutrauen, Arthur, erklärte Severus gelassen. Harry fällt aus? Fragte Hermine, und Arthur erklärte daraufhin, dass Harry bekannt wie ein bunter Hund wäre, wahrscheinlich sogar für diese radikale Gruppierung. Hermine zögerte nicht sehr lang und schlug vor. Ich könnte Anne fragen. Um seine Vermutung bestätigt zu wissen, fragte Arthur. Du meinst Sirius, Anne? Naja, sie ist ein Muggel. Könnte nicht schaden, wenn ihr beide das macht, das heißt, wenn sie sich bereit erklären sollte. Ich muss mein Veto offensichtlich deutlicher machen. Hermine wäre dann zwar nicht allein, aber 2 junge Frauen, beide unerfahren in der Kunst der Observation und somit auch noch leichte Beute für. Gereizt unterbrach Hermine ihren Professor und schimpfte. Sie glauben also, ich wäre eine leichte Beute? Halten Sie mich für so schwach? Wenn Sie nicht zaubern dürfen, dann halte ich Sie durchaus für anfällig, Hermine. Seien Sie doch vernünftig, bat Severus, doch seine Schülerin wollte sich das nicht bieten lassen. Wie wäre es denn, wenn wir uns als Touristen tarnen und gemeinsam einen Ausflug nach Everdeen machen? Sie, Anne und ich, vielleicht sogar noch 1 oder 2 Personen. Wäre Ihnen dann wohler? Meckerte Hermine, die noch immer nicht glauben konnte, dass ihr Privatleben durch den Vertrag bei Severus eingeschränkt zu sein schien. An Arthur gerichtet, sagte sie. Die Granitstadt an sich ist schon sehenswert und dann die Universität mit ihren beeindruckenden Bauten. Außerdem wäre da noch die bekannte Union Street und ganz in der Nähe liegen Balmoral Castle und Dunnottar Castle. Ich denke, mit diesen Zielen würde man uns das Touristendasein abkaufen. Ich schlage vor, Harry kommt auf jeden Fall mit. Dann soll er sich einen Zauber aufs Gesicht legen, damit man ihn nicht erkennt. Wäre für ihn nicht das erste Mal. Und Anne wird Sirius mitnehmen wollen, der ja in der Muggelwelt auch nicht ganz so unbeholfen ist. Das ist doch mal ein Vorschlag, oder? Wie sieht's aus? Arthur überdachte den Vorschlag und sagte letztendlich. Also von mir aus wäre das in Ordnung. Ihr könntet auf Muggelart reisen, mit dem Auto. Anne hat 1, wie ich weiß.
nehmt euch Zimmer in einem Motel und spielt Touristen. Also ich weiß nicht, sagte Severus. Hermine kniff die Augen zusammen und fragte. Warum nicht? 3 Männer und 2 Frauen, davon 4, die sich bei den Muggeln gut auskennen, wenn ich sie jetzt nicht mitzähle. Bei ihnen müsste ich wohl ein wenig Acht geben, oder? Sie grinste keck, so dass er erwiderte. Sie brauchen nicht auf mich Acht zu geben. Ich habe die letzten Jahre mehrmals unter Muggeln gelebt und bin nicht sehr aufgefallen. Dass er sich während seiner Flucht mit Draco im Schlepptau vor allen verkrochen hatte, erwähnte Severus nicht. Aber auch ihm waren verschiedene Verhüllungszauber für Äußerlichkeiten vertraut, denn er hatte Draco damit versehen, bevor er ihn nach draußen geschickt hatte, um Zeitungen besorgen zu können. Na dann, Arthur? Fragte Hermine, denn sie wollte eine Antwort. Ich sagte ja, dass ich das gut anhören würde. Natürlich müssten wir uns treffen, um mit den anderen 3 die Angelegenheit zu bereden. Und es sollte natürlich an einem Wochenende stattfinden, denn ihr seid ja alle, bis auf Sirius, berufstätig. Entgegnete Arthur, sodass Hermine erleichtert lächelte. Arthurs Lächeln verblasste und offensichtlich rang er mit sich, eine Information preiszugeben, sodass Severus fragte. Was noch, Arthur? Naja, es geht um Pablo. Ich möchte nicht, dass ihr das Ginny erzählt. Er ist offensichtlich einer von denen und man hatte ihn in Spanien festgenommen, als er einen Anschlag auf einen reinblütigen Zauberer verüben wollte. Man hält ihn fern von Muggelgesetzen dort fest, um ihn zum Reden zu bewegen. Ich überlege, ob ich ihn nach Schottland bringen lasse, damit ich ein Wörtchen mit ihm reden kann. Er ist immerhin der Vater von... Arthur verstummte, doch was er sagen wollte, lag auf der Hand. In einem Zimmer im Krankenflügel in Hogwarts lag Ginny auf dem Bett und holte den Stoff des Unterrichts nach. Für die Hausaufgaben benötigte sie nicht lange, denn alles schien ihr leicht von der Hand zu gehen. Nachdem sie fertig war, legte sie alle Hefte und Pergamente mit den Hausaufgaben auf ihren Nachttisch, damit Harry sie bei seinem nächsten Besuch mitnehmen und an den Lehrer verteilen könnte. Ihr Blick fiel auf die Mappe mit den Bildern, die auf dem Nachttisch lagen und die Harry auf ihren Wunsch hin von Hermine geholt hatte. Es waren die Urlaubsfotos, die Ginny unbedingt haben wollte, um sich etwas abzulenken. So nahm sie die bewegten Fotos aus der Mappe und schaute sie sich an. Das erste Ziel ihrer Reise war Frankreich gewesen. Sie hatten Fleur und Bill bei deren Eltern besucht. Ginny grinste, weil sie kein einziges Foto fand, auf dem Fleur oder ihr Bruder allein zu sehen waren. Denn die beiden hingen wie Kletten aneinander. Mit Fleurs nicht ganz so kleiner Schwester Gabrielle waren Hermine und Ginny nach Beauxbatons gereist. Denn besonders Hermine wollte sich mal eine andere Zaubererschule von innen ansehen. Olymp und Hagrid, der zu dieser Zeit selbst in Frankreich Urlaub gemacht hatte, hatten die 3 herzlich begrüßt und herumgeführt. Beauxbatons war nicht so groß wie Hogwarts, aber teilweise sehr viel schöner, fast schon romantisch. Es hätte Ähnlichkeit mit Schloss Versailles, mit den hohen Bogenfenstern und der wunderschönen gestalteten Gartenfassade. Schloss und Garten waren im typischen, klassischen Barock dekoriert. Nach den Fotos aus Beauxbatons folgten jene vom Besuch eines französischen Marktes. Ginny musste lachen, als sie ein bestimmtes Foto mit Hermine betrachtete. Hermine war von dem Laden eines alten Korbflechters ganz angetan gewesen und wollte es sich nicht nehmen lassen, auf den Stufen des Ladens Platz zu nehmen, damit man ein Foto von ihr mit dem Namen des Geschäfts und der Ware rechts und links von ihr machen konnte. Ein paar Sekunden, bevor Ginny auf den Auslöser gedrückt hatte, war jemand Hermine beim Verlassen des Geschäfts auf den Fuß getreten. Doch auf dem Foto konnte man nur sehen, wie Hermine ein ganz trauriges, enttäuschtes Gesicht machte. Natürlich hatte Ginny von Hermine noch ein zweites Bild gemacht und das war ganz prima geworden. Von Frankreich aus hatte die nächste Tour nach Spanien geführt und als das erste Foto von Pablo, den sie dort kennengelernt hatte, auftauchte, stopfte Ginny die Fotos zurück in die Mappe
und legte sie wieder auf ihren Nachttisch, bevor sie den quengelnden Nikolas aus dem Bettchen holte, um ihn zu stillen. Danke fürs Zuhören und dass dir unsere Audioversion dieser Fanfiction gefällt. Bis jetzt haben wir über 30 Stunden des gewaltigen Werkes vertont. Das sind mehr als die Hörbücher der ersten drei Romane zusammengenommen. Wenn du dich bei uns dafür bedanken möchtest, spende bitte, was für dich angemessen ist, an eine der vielen Organisationen, welche gerade den zahlreichen Überschwemmungsopfern in unserem Land helfen. Vielen lieben Dank. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.